Amen. Also, ich möchte euch kurz ein paar Sachen vorstellen. Je veux vous présenter certaines choses. Also diese Botschaft zurück zum Wort. Ce message retour à la parole. Seit wir hier sind, depuis qu'on est là, haben wir von Buße tun gehört. On a entendu parler de la repentance. Und von Glaube auch. Et de la foi. Alléluia. Amen. Ohne diese zwei. Sans ces deux. Können wir nicht mal vorwärts mit dem Herrn gehen. Nous ne pouvons pas aller devant avec le Seigneur. Alléluia. Um ein Kind Gottes zu werden. Pour devenir un enfant de Dieu. Da muss man Buße tun. On doit se repentir. Und wir haben alle festgestellt. Et on a constaté. Dass viele Gemeinden. Que beaucoup d'églises, viele Christen, beaucoup de chrétiens, sich von Gott entfernt haben. Se sont retirés de Dieu. Und wir müssen zurück zu Jesus. Et on doit revenir à Jésus. Was Mama Louise vorher gesagt hat. Ce qu'a dit Mama Louise. In Offenbarung. Dans Apocalypse. Dass wir zurück zu unserer ersten Liebe kommen sollen. Ce que on doit retourner à notre premier amour. Also das ist Buße tun. C'est se repentir. Ich möchte euch diese, ich hatte also die Vision schon lange da. La vision était depuis longtemps. Warum habe ich also dieses Tablet hier da vorne? J'ai amené un Tablet. Also heute möchte ich also irgendwie offiziell verkünden, dass die Internetseite von Zurück zum Wort endlich rausgekommen ist. Aujourd'hui, je dois officiellement annoncer que la page internet de Retour à la parole est sortie. Und wir können Gott wirklich preisen. Et nous louons Dieu. Es hat jahrelang gedauert. C'était des années. Alléluia. Amen. Wir können nicht immer der Teufel sagen, ja, er ist schuld. On ne peut pas toujours dire que c'est le diable qui est fautif. Wir sollen einfach erkennen, dass manchmal wir selber schuldig sind. De temps en temps, c'est nous seuls qui sommes fautifs. Wir müssen einfach also manchmal aufstehen. Parce que on doit se lever. An unser Gott richtig glauben. Et croire à notre Dieu. Amen. Amen. Ich stelle euch also das erstmal vor. Je vous présente alors. Also, das ist die Seite. C'est la page. Und auf der Startseite gibt es also eine Beschreibung oder eine kurze Beschreibung von was zurück zum Wort ist. Startseite. Auf der Startseite. La page. La page d'accueil, okay, merci. Okay. Auf der Startseite gibt es also eine kurze Beschreibung. La page d'accueil nous montre une description. Und es gibt auch andere Videos da drauf. Il y a des vidéos dedans. Es gibt also verschiedene Artikel. Il y a des articles. Artikel, die wir von Gott bekommen haben und ce qu'on a reçu de Dieu. Wir schreiben einfach da drin. Et nous écrivons simplement. Alles auf Deutsch. En allemand, ce que Dieu nous a donné, des enseignements. Es gibt also zwei Bücher, die wir il y a deux livres Deutsch übersetzt haben. Que nous avons traduit en allemand. Die Gefangenschaft des Evangeliums, ich glaube. La captivité de l'Évangile. Einige kennen das schon auf Französisch. Il y a certaines qui ont lu ça en français. Das ist alles frei, gratis, umsonst. C'est gratis. Amen. Umsonst, habt ihr empfangen, umsonst gibt. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement aussi. Und da gibt es auch ein paar Audios. Il y a les audios dedans. Wir werden das also mit
verschiedene Audios, also füllen. On va encore ajouter les audios. Verschiedene Lehre. Des enseignements. Es gibt noch mehr Videos. Il y a plusieurs vidéos dedans. Da drin. Oh, alte Videos. Les anciennes vidéos de Papa Patience. Wirklich interessante Lehre. Des enseignements intéressants. Die einfach über diese, also die einfach versteckt im Internet waren. Des enseignements qui sont cachés dans l'Internet. Aber so hilfreich. Mais les enseignements qui aident beaucoup. Wir wollen einfach, also diesmal etwas für Deutschland machen. On veut faire quelque chose pour l'Allemagne. Für die deutschsprachigen Länder. Pour les pays qui parlent allemand. Halleluja. Amen. Deswegen erkläre ich euch alles gerade auf Deutsch. Voici pourquoi je vous présente tout ça en allemand. Amen. Amen. Wir leben in Deutschland, wir sollen das nicht vergessen. Nous vivons en Allemagne, n'oublions pas. Jesus sollen wir an die Deutschen hier vorstellen. On doit présenter Jésus aux Allemands. Alléluia. Amen. Das ist das Ziel, alle Christen, die hier in Deutschland leben. C'est le but de tous les chrétiens qui vivent en Allemagne. Amen. Amen. Und da auf der rechten Seite gibt es noch ein paar Erklärungen über uns. À la droite, tu vas trouver les divisions, la vision, Projekte, les projets. Es gibt viele Projekte. Il y en a beaucoup de projets. Unglaublich viele Projekte. Il y en a tellement. Bruder Patience hat das gerade noch le frère Patience geschildert. A aussi expliqué. Wir unterstützen Witwen nous im Kongo. Les veuves au Congo. Wir schicken Geld. Et on envoie l'argent. Einmal im Monat. Une fois dans le mois. Damit sie etwas zum Essen bekommen. Pour qu'ils mangent. Halleluja. Deswegen werdet ihr auf diesen Reiter auch ein Button oder ein Knopf spenden. Vous trouvez un bouton. Da könnt ihr einfach draufklicken. Où vous pouvez faire les dons. Und dann könnt ihr per online direkt spenden. Online. PayPal. Mhm. Oder es gibt auch noch eine Möglichkeit, uns einfach über ein Konto. Es gibt also eine Kontonummer. Beim Spenden. Vous pouvez aussi faire le virement. Da könnt ihr l'adresse bancaire, vous allez trouver dedans. Da könnt ihr auch spenden können. Amen. Und bei Kontakt, das ist aber sehr wichtig. Et le contact. Da könnt ihr uns direkt eine E-Mail schicken. Sert à nous envoyer les emails Fragen et les questions. Und mit Gottes Gnade et avec wir la grâce de Dieu, das beantworten. On va donner les réponses. Amen. Amen. Zurück zum Projekten. Also wir unterstützen. J'explique les projets. Wir unterstützen also die Witwen. Les veuves et les orphelins. Es gibt auch einige Geschwister, die ab und zu mal auf die Straßen gehen und geben Essen an die Obdachlosen. Il y a aussi certaines frères et sœurs qui vont dans la rue pour donner aux STF. Einfach Sandwich, irgendwas, Kuchen. Also meistens waren das also Kuchen, oder? Les gâteaux, les sandwich, ja. La nourriture. Verteilen und die freuen sich wirklich, wenn et sie was bekommen. Ils sont contents quand ils reçoivent quelque chose. Und dazu erzählen wir auch von Jesus. Et on parle de Jésus aussi. Halleluja. Amen. Eine unserer großen Projekte ist die Web-TV. Un grand projet, c'est Internet-TV. Es hat
so lange gedauert, also bis ich die ganze Informationen endlich gesammelt habe. Pour rassembler les informations a duré un bon bout de temps. Also so schwer ist es nicht. Ce n'est pas tellement difficile. Amen. Amen. Es gibt Möglichkeiten, das, also sowas zu erfüllen. Il y a des possibilités comment faire. Einmal war ich also beim Gebet. Une fois j'étais en prière. Und dann sagte ich, Herr, ich disais, wenn wir ein Web TV machen. Si on fait le Web TV. Ja, was sollen wir da machen? Und da, qu'est-ce qu'on doit présenter dedans? Und dann kam direkt so ein Begriff. Et la réponse est venue. Die Stunde der Wahrheit. L'heure de la vérité. Und so ist die Idee für die nächste Sendung für unser Web TV entstanden. Et c'était l'idée du Web TV. Die Stunde der Wahrheit. L'heure de la vérité. Wir hatten eine Kamera, diese Kamera da hinten wurde von TV de Vie gespendet. On a une caméra qui était donnée par TV de Vie. Und wir danken Gott dafür. Et on remercie le Seigneur pour ça. Damit wir endlich solche Sendungen machen können. Pour qu'on puisse faire ce genre d'émission. Deswegen finde ich also diese Reiterkontakt sehr, sehr wichtig. Voilà pourquoi le contact dans le site web est tellement important. Weil dort werdet ihr einfach eure Fragen stellen. Parce que là-bas dedans, vous allez poser vos questions. Und dann werden wir die Fragen in dieser Sendung, die Stunde der Wahrheit, versuchen zu beantworten. Et Halleluja. Les questions seront les réponses seront données dans l'heure de vérité. Also, zurück zum Wort ist keine Denomination. Retour à la parole n'est pas une dénomination. Es ist auch keine neue Konfession. Ce n'est pas une nouvelle religion ou confession. Amen. Amen. Es ist nur eine Vision. C'est seulement une vision. Damit wir die Leute in Deutschland einfach erreichen können. Pour que les gens en Allemagne soient touchés. Also, verbreitet einfach diese Botschaft. Distribuez le message. Zurück zum Wort. Retour à la parole. Ich habe keine Angst, also sowas zu tragen. Je n'ai pas peur de porter ça. Ich habe keine Angst, also das, was da hinten steht, zu zeigen. Ich ne retour pas, je n'ai pas peur de montrer. In Deutschland werden wir alle erfahren, dass Jesus bald kommt. En Allemagne, tout le monde saura que Jésus vient bientôt. Und dass alle zurück zu Jesus kommen müssen. Et que tout le monde doit retourner à Jésus-Christ. Amen. 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 Also klatschen wir für Jesus. Ich habe noch ein paar Minuten. Wisst ihr was? Es hat jahrelang gedauert. On a pris des années. Ich werde von meinem ganzen Herz sprechen. Je veux parler de tout mon cœur. Alléluia. Mit Jesus zu gehen. Marcher avec Jésus-Christ. Es ist nicht einfach. N'est pas facile. Wer die Einfachheit sucht, celui qui cherche la simplicité, dann kann er nicht also mit Jesus gehen. Ne veut pas marcher avec Jésus-Christ. Weil die Bibel sagt ganz klar. Parce que la Bible dit clairement. Es gibt zwei Wege. Il y a deux chemins. Eine ist wie eine Autobahn. Un est comme une autoroute. Aber der zweite. Mais le deuxième. Ist so schmal. Et dense. Und eng. Et petit. Serré. Alléluia. Da durchzugehen. Pour marcher, pour y marcher. Da muss man wirklich wissen, wohin man geht. On doit réellement savoir le but. Alléluia. Connaître le but. Amen. Es ist, man freut sich so sehr, wenn man also ein Christ wird.
Nous sommes tellement contents le jour qu'on devient chrétien. Dein Herz so schlägt so, das ist so schön. Et ton cœur part parce que tu es joyeux. Du willst alle Menschen einfach umarmen. Tu veux embrasser tout le monde. Küssen. Tu veux les embrasser. Alléluia. Das ist so schön. C'est tellement beau. Die Welt ist plötzlich ganz anders. Le monde subitement te paraît autrement. Da ist man gerade durch die Tür gegangen. Là, on vient de rentrer dans la porte. Aber wir müssen jetzt diesen Weg folgen. Mais on doit encore parcourir le chemin. Je weiter wir gehen, plus que tu avances, enger wird es. Plus le chemin sera serré. Alléluia. Und da steht man einfach fest. Da muss man so viel weglassen. Et on doit enlever beaucoup de choses. Vor ein paar Jahren hatte ich, der Herr hatte mich also in einem Traum etwas gezeigt. Il y a quelques années, j'ai eu un songe. Ich hatte so ein Motorrad. J'avais le motocycle. Moto. Dann bin ich schnell gefahren. Je roulais vite. Ich konnte die Leute überholen. Je dépassais les gens. Ich war so froh, so schnell zu fahren. J'étais joyeux d'être très rapide. Aber je weiter ich fuhr, et plus j'avançais, ist der Weg enger geworden. Le chemin est devenu petit. Und plötzlich ganz vorne, et au fond là-bas, ich wollte wirklich durch. Je devais rentrer. Aber ich musste mein Motorrad lassen. Le moto devait rester au dehors. Hab mein Motorrad geschaut. J'ai regardé mon moto. Oh, mein Motorrad, so schnell bin ich mit dir gefahren. Oh, mon moto, j'étais tellement rapide avec toi. Hab die Leute so überholt, das war super. J'étais dépassé les gens comme ça, ganz, c'était super. Ganz schönes Motorrad. Ah, le moto est tellement beau. Aber da war nur ein kleines Loch. Mais un petit trou. Nur für mich. Pour moi seul. Ich konnte nicht mehr mein Motorrad mitschleppen. Je pouvais même plus rentrer avec le moto. Ich wollte rein. Je devais entrer. Schaute ich mein Motorrad. Je retournais, regardais le moto. Ich gehe wieder rein. Oh, mein Motorrad. Et j'étais triste. Dann bin ich wieder raus. Je sortais. Ich habe alles versucht, das rein. Das j'essayais tout. Hat leider nicht geklappt. Ça ne marchait pas. Ich musste mein Motorrad einfach tschüss sagen. Je devais laisser mon moto. Mit so viel Schmerzen. Avec le douleur dans le cœur. Alléluia. Der zweite Traum. Le deuxième songe. Da gab es so einen Weg. Il y avait un chemin. Das war wie auf ein Markt. Comme sur le marché. Und da gab es Frauen, die so viele Sachen links und rechts verkauft hatten. Il y avait des femmes avec des marchandises. Alléluia! Et à droite. Man schläft nicht hier. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Amen. Und auf diesem Weg könnten die Leute so viele Sachen einkaufen. On pouvait acheter réellement beaucoup zack, de choses. Boah, und zack und plötzlich ici et là, standen wir alle davor. Et mit, on était devant mit so vielen Tüten. Avec beaucoup de bagages. Voll gepackt. Des bagages. Mit schönen Sachen. Avec des belles choses. Aber da vorne. Mais au fond là-bas encore. Müssten wir einfach unsere ganzen Taschen lassen. Tous les sacs devaient rester. Da passte nur eine Person ohne die ganzen Taschen. Une personne pouvait entrer dans le trou sans les sacs. Und da kam wieder der Kampf. Et le combat était encore là. Meine Güte, ich habe so viel Geld
ausgegeben. Mon Dieu, j'ai laissé tellement d'argent pour diese chose. Teure Sachen. J'ai dépensé beaucoup. Aber ich muss da durch. Mais je dois rentrer. Warum hat diese, zurück zum Wort Vision, so lange gedauert, bis es rauskommt? Pourquoi la vision retour à la parole a tellement duré? Ich kann mich noch erinnern, ein Bruder sagte mir, je me rappelle d'un frère qui a dit, William, wenn du nicht aufstehst, William, si tu ne te lèves pas, siehst du nicht, dass du gerade schläfst? Tu ne vois pas que tu dors? Siehst du nicht, dass du gerade schläfst? Tu ne vois pas que tu dors, toi? Die Zeit vergeht. Le temps passe. Die Zeit vergeht. Le temps passe. Gott hat gesagt, tu etwas für mich. Dieu a dit, fais quelque chose pour moi. Tu doch was für mich. Fais quelque chose. Jeder von uns hier. Chacun de nous. Aber wieso schaffen wir das nicht? Mais pourquoi on ne réussit pas à faire? Oh, wir müssen so viel aufgeben. On doit réellement abandonner beaucoup de choses. Mit Gott weiterzugehen. Pour marcher davantage avec le Seigneur. Oh, so einfach ist es nicht. Ce n'est pas tellement facile. Alléluia. Alléluia. Unser Fleisch verlangt so viele Sachen. Notre chair demande tant de choses. Und deswegen ist es, also dauert einfach die Sache, es dauert und die Zeit vergeht und dann. Voilà pourquoi les choses prennent tellement de temps. Alléluia. Lukas 18. Luc 18. Lukas 18. Luc 18, verset 35. Kannst du das bitte auf Deutsch lesen, Nicole? Mm-hmm. Bis Ende des Kapitels. Ja. Es geschah aber, als sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie verkündeten ihm aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Als er sich aber näherte, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach, Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Amen. Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Amen. Amen. Ihr kennt schon diese Geschichte, oder? Vous connaissez cette histoire? Jedes Mal höre ich also von vielen Christen, à chaque fois, j'entends parler de chrétiens. Bruder, frère, ich werde schwach. Je deviens faible. Ich kann nicht mehr. Je ne peux plus. Beten ist so schwer geworden. La prière est tellement lourde. Ich gehe nicht mehr vorwärts. Je n'avance plus. Ich glaube, ich werde aufgeben. Je crois que j'abandonnerai. Es ist so hart. C'est tellement dur.
Es ist nicht einfach. Ce n'est pas facile. Einmal. Une fois. Hatte ich also eine Vision? J'avais une vision. Ich saß im Auto. J'étais assis dans la voiture. Und das Auto ist gefahren. Et la voiture roulait. Ich hatte mich wirklich gefreut. J'étais joyeux. Keine Sorge. Pas de souci. Und dann plötzlich. Et subitement. Schaute ich also Richtung am Steuer. Je regardais le volant. Und da war niemand. Et personne n'était là. Niemand hatte das. Ich sah niemand. Personne ne tenait le volant. Aber das Auto fuhr, fuhr und fuhr. Mais la voiture marchait. Ist trotzdem weitergefahren. La voiture roulait davantage. Und dann plötzlich kriegte ich also eine Panik. Et j'étais paniqué. Die ganze Zeit fährt das Auto einfach so. Donc tout le temps, j'étais dedans avec personne sur le, derrière le volant. Die ganze Kurven da. Tous les tournants. Und dann bin ich schnell gesprungen. Et je sautais. Bin ich schnell am Steuer gegangen. Je prenais le volant. Und plötzlich könnte ich nicht mehr sehen. Et subitement, je ne voyais plus rien. Ich fragte Herr, was ist das? Seigneur, qu'est-ce que c'est? Wieso wird man blind? Pourquoi on devient aveugle? Wieso bin ich irgendwie blind geworden in dem Moment, als ich den Steuer genommen habe? Pourquoi est-ce que je suis devenu aveugle au moment où j'ai pris le volant? Hab doch gesagt, ich werde euch von meinem Herz erzählen. Je vous avais dit non que je vais parler de mon cœur. Ich erzähle gern Dinge, die ich selber erlebt habe. J'aime parler des choses que j'ai vécues moi-même. Herr, was ist los? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Wenn der Glaube si la foi langsam versinkt, s'abaisse continuellement, dann wird man langsam blind. On devient un aveugle. Die Leute sagen, ja, ich werde gleich aufgeben. Les gens disent, je es ist so hart. Bientôt. Es ist so schwer, c'est mit Jesus dur, zu gehen. C'est difficile. Und vor allem hier in Deutschland. Et surtout en Allemagne. Oh, in Deutschland, es ist so hart, ein Christ zu sein. Oh, en Allemagne, c'est tellement dur d'être ja. chrétien. Oui. Es ist Tatsache. C'est le fait. Aber ist das der Grund, dass wir aufgeben sollen? Mais est-ce que c'est une raison d'abandonner? Wenn man sehen möchte, si on veut voir, da gibt's also Kämpfe. Il y a des combats. Der Blinde da, l'aveugle, hat von Jesus gehört. A entendu parler de Jésus-Christ. Er hat bestimmt also gehört, dass Jesus Blinde Augen aufgemacht hatte. Certainement, il a entendu que Jésus veut donner la lumière, ouvrir les yeux de. Und dann sagte er, ich muss zu Jesus. Mais il a dit, je dois rencontrer Jésus. Welche Situation lebst du gerade? Quelle situation tu vis encore? Warum sagst du, du willst also aufgeben? Pourquoi tu veux abandonner? Warum sagst du, ich kann nicht mehr mit Jesus gehen? Pourquoi tu penses que tu ne peux plus marcher avec Jésus? Wieso sagst du, ich schaffe das nicht? Pourquoi tu penses que tu ne réussiras pas? Ah, wegen meiner Familie. À cause de ma famille. Meine Frau. Ma femme. Meine Arbeit. Mon travail. Wegen das, das und das. À cause de ça, ça, ça. Der Blinde. L'aveugle. Hat geschrien. A crié.
Sohn David, Fils de David, habe Barmen mit mir. Aie pitié avec moi. Du fährst in Unglaube. Tu tombes dans dans le l'incrédulité. In eine Sünde. Dans le péché. Weil du schwach geworden bist. Parce que tu es devenu faible. Willst du weiter so bleiben? Est-ce que tu veux demeurer dans ta situation? Merkst du nicht, je länger du da drin bleibst? Est-ce que tu ne te rends compte pas que tu dois sortir de là? Je länger du da drin bleibst, verlierst du deine Kräfte. Si tu restes dans la situation, tu vas perdre toutes tes forces. Was sollst du tun? Quoi faire? Je me suis souvent dit, auf Deutsch. Ich habe oft gesagt. Mais si j'abandonne Jésus-Christ, mais je vais en enfer. Wenn ich Jesus Christus verlasse, gehe ich in die Hölle. La vie éternelle, mais c'est foutu. Mein ewiges Leben ist weg. Si je reste dans cette situation de faiblesse, mais qui pourra me relever? Wenn ich in der Schwachheit bleibe, wer wird mich dann noch aufheben? Que je prie avec tel. Wenn ich mit demjenigen que j'aille dans telle conférence. Oder in diese Konferenz gehe. Que je parle avec tel. Wenn ich mit jemandem spreche. Mais quand j'arrive chez moi. Aber wenn ich bei mir daheim bin. Je dois gagner ce combat. Muss ich den Kampf selber gewinnen. Mais si j'abandonne à la maison. Aber wenn ich zu Hause schon aufgebe. Je veux faire comment? Wie werde ich dann überhaupt noch weitergehen? À plusieurs reprises, je suis allé devant le Seigneur. Mehrmals war ich vor dem Herrn. Seigneur, tu m'as dit de faire ça. Herr, du hast mir gesagt, ich soll mais das je vois tun. Le temps ne fait que passer. Aber ich merke, wie die Zeit mais je n'ai pas de force pour faire. Ich habe keine Kraft mehr. Seigneur, je n'arrive pas. Herr, ich kann das nicht. Il manque ça. Ich habe Mangel. Il manque telle chose. Wir haben solchen Mangel. Il manque telle chose. Diese Sache fehlen auch. J'ai perdu le combat ici. Ich habe hier einen Kampf verloren. Seigneur, j'ai même péché contre toi à ce niveau. Ich habe gesündigt gegen dich. Mais est-ce que tu vas encore m'accepter? Wirst du mich noch annehmen? Regarde le temps que j'ai perdu. Guck mal, wie viel Zeit ich verloren habe. Rien n'avance. Nichts geht vorwärts. Et là, je me dis. Mais si je reste dans cette situation, und ich sage mir, wenn ich in dieser Situation bleibe, mais ça va encore s'empirer. Wird es noch schlimmer werden. Là, les versets me viennent comme ça dans la tête. Und dann kommen Bibelverse in den Kopf. Si tu as péché, repens-toi. Wenn du gesündigt hast, dann tu Buße. Si mon peuple, wenn mein Volk, sur lequel mon nom est invoqué, über dem mein Name ausgerufen ist, prie, sich demütigt und betet et abandonne ses mauvaises voies, und seine verkehrten Wege verlässt, tout ça, là, ça vient dans la tête comme ça. Dann kommt das in den Kopf. Mais tu dis, mais, Seigneur, mais je n'ai pas les capacités. Dann sage ich, Herr, ich habe keine je Kapazität. N'ai pas de force. Ich habe keine Kräfte. Il y a des années de cela, le Seigneur m'avait dit de faire ce site internet. Vor Jahren schon hat der Herr gesagt, ich soll diese Internetseite machen. J'ai des témoins ici. Ich habe hier Zeugen. J'ai le frère Thierry qui est là. Ich habe den Bruder Thierry, j'ai der das weiß. Qui est là. Papa Patience weiß es. Papa Bernard, die wissen das. Qui connaissent ces choses-là depuis longtemps. Sie wissen das seit langem. J'ai dit, mais je ne sais pas programmer. Ich habe gesagt, das ist nicht programmiert. HTML, je connais pas. Ich kann nicht. Was? J'ai jamais aimé la programmation. Ich kann nicht programmieren. CSS, j'en veux pas. Ich kann kein TSS. CSS. CSS. Un jour, je suis arrivé à un point. Eines Tages bin ich zu dem Punkt gekommen. Ça me grattait dans mon cœur comme si c'était la mort. Das hat mich im Herzen gekratzt. Je sentais que si je ne réalisais pas ça, c'est la mort. Ich habe gemerkt, wenn ich das jetzt nicht bald mache, dann sterbe ich. Je suis allé à Volkshochschule. Dann bin ich zur Volkshochschule gegangen. Vous faites des cours ici? Macht ihr Kurse hier? Comment on fait des web Seite. Wisst ihr, wie das geht? Webseiten machen? Ça coûte combien? Wie viel kostet das? J'étais désespéré.
Ich war wirklich entmutigt. J'ai dit, s'il vous plaît, ça coûte combien? Ich sag zu euch, ich bin hingegangen und habe gesagt, wie viel kostet das? Ich bin gegangen. Das hat so viel gekostet, wie es eben kostet. Je devais m'asseoir. Aber ich musste das tun. Recevoir l'enseignement. Und ich musste das lernen, faire ce genre de chose? Wie man diese Dinge macht. Rentre à la maison. Und dann kam ich nach Hause. Travailler sur l'ordinateur. Und auf dem Computer arbeiten. Et le faire. Und ich musste das tun. Il y a des moments où ma chair me disait, laisse tomber. Manchmal sagte mir mein Fleisch, lass das doch sein. Aber ich hab's getan. J'avais mal au cœur. Mir tat das Herz weh. Je vivais avec cette vision dans mon cœur qui n'était pas réalisée. Ich lebte mit dieser Vision im Herzen, die nicht zur Vollendung kam. Quelles sont les choses que vous avez dans votre cœur que vous n'avez pas réalisées? Welche Dinge habt ihr im Herzen, die ihr noch nicht verwirklicht habt? Comment on peut se sentir encore à l'aise? Wie können wir uns wohlfühlen? Lorsqu'on se présente devant le Seigneur. Wenn wir vor dem Herrn treten. Sans avoir réalisé ces choses. Ohne dass wir die Dinge getan hat, die er uns ins Herz gelegt tu hat. Tu sens comme si c'est la mort. Du fühlst dich, wie wenn du sterben würdest. Tu sens comme si tes prières, ça ne monte même pas. Du fühlst dich, wie wenn deine Gebete nicht erhört würden. Tu vis en fait dans la désobéissance. Du lebst im Ungehorsam. Une désobéissance constante. Ein stetiger Ungehorsam. Parce que Dieu t'a dit, weil Gott hat dir was gesagt. Fais ça. Tu das. Mais tu ne le fais pas. Und du tust es einfach nicht. Tu pries. Du betest. Tu peux sentir une certaine joie. Du kannst manchmal Freude verspüren. Mais quand la pensée revient. Aber wenn du auf diesen Gedanken je n'ai pas encore fait telle chose. Oh, dann wird's hart in deinem Herzen. L'aveugle. Der Blinde. Il a crié. Er hat geschrien. Sauve-moi de l'aveuglement. Rette mich vor Blindheit. Il y a eu de l'opposition. Es gibt Widerstand. Les gens se sont levés et dit tais-toi. Leute haben gesagt, sei leise. Il a crié. Aber er hat weiter geschrien. Quand tu connais d'où vient ton secours, tu vas faire comment? Wenn du weißt, wer allein deine Hilfe ist, si Jesus was a touché könntest ton coeur, du dann anderes tun? Wenn tu Jesus Christus barré, dein Herz berührt hast, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Musst du bis zum Ende obligé. Gehen. Du musst. Tu es obligé de réaliser ce que Jesus Christ a dit. Du musst realisieren, du musst verwirklichen, was Jesus dir angeschafft hat. Tout le temps on dit. Ja, ich kann kein Deutsch. Und zu sagen, pour dire que je ne peux pas parler allemand. Ich kann kein Deutsch. Je ne parle pas bien allemand. Aber wenn es deine Arbeit geht, dann sprichst du Deutsch. Mais si au travail là-bas, tu vas parler allemand. Hab gesagt, Herr Jesus. Seigneur Jésus, j'ai dit. Mir ist das egal. Je m'en fous. Ich werde von dir sprechen. Je parlerai de toi. Und das auf Deutsch. En allemand. Alléluia. Amen. Deswegen beim zurück zum Wort auf dieser Seite. Et sur le site web. Predigen wir auf Deutsch. On parle en allemand. Verbreitet einfach diese Botschaft. Distribuez ce message. Verbreitet es in ganz Deutschland. Dans tout l'Allemagne. Diese Arten von Konferenzen ces conférences werden wir öfter veranstalten. On va les faire plus plusieurs fois. Egal wie unser Deutsch klingt. N'importe comment tu parles allemand. Aber die Leute wissen. Mais les gens vont entendre. Die werden bestimmt, die werden wissen, dass es Jesus geht. Ils vont entendre parler de Jésus. Also lass dich nicht abhalten. Ne laisse personne t'empêcher. Der Blinde. L'aveugle.
Der wurde aufgehalten. Était empêché. Aber er hat geschrien. Mais il criait. Und dann kam er vor Jesus. Et il se tenait devant Jésus. Der Jesus sah ihn. Jésus l'a vu. Wusste, dass er blind war. Il savait qu'il était aveugle. Aber hat ihm trotzdem die Frage gestellt. Et lui a posé la question. Was willst du? Qu'est-ce que tu veux? Herr. Seigneur. Ich hatte früher gesehen. À son temps, j'ai vu. Jetzt sehe ich nicht mehr. Maintenant, je ne vois plus clair. Weil ich in der Sünde gefallen bin. Parce que je suis tombé dans le péché. Weil ich in Unglaube gefallen bin. Parce que je suis tombé dans l'incrédulité. Ich komme jetzt zurück. Je reviens à toi. Herr. Seigneur. Heile mich. Soigne-moi. Heile mich. Soigne-moi. Und die Bibel sagt. Et la Bible nous dit. Und Jesus sprach zu ihm. Et Jésus parla. Sei sehend. Dein Glaube hat dich geheilt. Ta foi t'a sauvé. Und sofort wurde er sehend. Amen. Folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Wollen wir Jesus loben? Amen. Est-ce qu'on veut louer Jésus? Dann zurück zu Jesus. Retournons à Jésus. Zurück zum Wort. Retournons à la parole. Gott segne euch.